Wir sind im zweiten Teil dieser Aufgabe, nämlich der 2019er Römisch 2 Nummer 3. Das ist eine Aufgabe der Teilkostenrechnung, eine Abschlussprüfung also. Und es geht hier um die Annahme eines Auftrags. Gucken wir uns mal an, was für einen Folgefall wir jetzt haben. Aufgrund von diesen Handelsbeschränkungen gibt es jetzt frei werdende Kapazitäten und da könnten wir jetzt ein neues Küchengerät herstellen, nämlich Denver. Und monatlich könnten wir davon 260 Stück produzieren. Die werden dann im Inland vertrieben. Und diese Produktion von Denver erfordert eine Umstellung der Maschine und diese Umstellung, die kostet 5.000 € pro Monat. Und variable Kosten haben wir auch gegeben in Höhe von 1.450 € je Stück. Und Denver soll nur dann produziert werden, wenn mindestens 60.000 € damit verdient werden, also das Betriebsergebnis um 60.000 erhöht werden kann. Und jetzt sollen wir den Verkaufspreis ermitteln, den wir bräuchten, um genau diese Anforderungen in irgendeiner Form zu erfüllen. Und das können wir, wenn wir das hier in dieses recht simple Schema einfügen, nämlich das Schema, das Sie kennen, Erlöse minus Variable ist der Deckungsbeitrag. Das setzen wir in Relation zu der Menge, ziehen die erzeugnisfixen Kosten ab und haben dann eben den DB2, den dieses Produkt produziert. Und der DB2, der fließt ja direkt in das Betriebsergebnis insofern, als dass er die Unternehmensfixen deckt. Und wenn Denver 60.000 beisteuert an DB2, ja, dann erhöht sich durch Denver natürlich auch das Betriebsergebnis um diese 60.000. Und deshalb sind die Zahlen auch so eingeführt und in dieses Schema eingesetzt, wie sie es sind. 60.000 € muss Denver erzielen, das ist die Vorgabe. Und als erzeugnisfixe Kosten setzen wir jetzt hier diese 5.000 € ein, weil die ja eben von der Umstellung auf Denver produziert werden. Und das ist ja eigentlich nichts anderes als erzeugnisfix, denn es kommt eben aus Denver heraus, ja, es ist von Denver verursacht, diese 5.000 € und das ist ja genau die Definition einer erzeugnisfixen Einheit, ja. Und wir wissen noch mehr, wir wissen, dass 260 Stück produziert werden können und wir kennen die variablen Kosten von 1.450. Und jetzt ist das eine klassische Rückrechnung, denn wir müssen ja bis hier kommen, bis zu den Erlösen. Das ist ja die Frage hier von dieser Aufgabe mit drei Bewertungseinheiten. Wie immer, ich sage es ja jedes Mal, denken Sie dran, 3 mal 1,8 Minuten hätten Sie dann also dafür. Wir müssen also nach oben rechnen und das ist ganz simpel. Der einfachste Schritt ist, dass wir hier hoch auf den Deckungsbeitrag insgesamt rechnen, auf den DB1. Das könnte man hier noch hinschreiben, was vielleicht ein bisschen genauer wäre, indem wir eben die 60 plus die 5.000 rechnen. Und genauso simpel geht es eigentlich weiter hier zum Deckungsbeitrag, indem wir jetzt die 65.000 geteilt durch die 260 Stück nehmen müssen. So kommen wir hier auf die 250 €, die jetzt dieses Produkt Denver erzielen muss, um den Anforderungen zu erfüllen und am Ende auch wirklich 60.000 € beizusteuern. Und wenn wir jetzt wissen, dass der Deckungsbeitrag pro Stück 250 € sein müssen und wir kennen die variablen Kosten, ja, dann ist der nächste Schritt natürlich genauso einfach. Denver müsste also einen Erlös von 1.700, also einen Verkaufspreis von 1.700 € erzielen, um alle Anforderungen hier aus der Aufgabe zu erfüllen. Und die Bepunktung, also die Verteilung der Bewertungseinheiten, da gibt es recht wenig Spielraum hier, denn letztendlich kriegt dann jeder Rechenschritt, den wir hier haben, 65.000, 250 und die 1.700, eine Bewertungseinheit. Also ich denke, da gab es nie Variationen, auch zwischen den Schulen nicht. So ist diese Aufgabe zu bewerten.